Nach Let und Raute X27 Semikolon ist dann zu Ende, so viel Kontakt haben Anna und Bella. Bella Klenze, 29, und Anna Nechiti, 30, waren das Traumpaar auf dem Let's-Dance-Parkett. In der 8. Folge mussten der Alles was zählt Star und die Profitänzerin die Show aber verlassen, verletzte sich bei einer Performance vor laufenden Kameras und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Doch auch nach dem bitteren Tanz aus hält das Dreamteam zusammen, und haben immer noch Kontakt. Obwohl die 11. Staffel von Let's Dance bereits seit Wochen vorbei ist und schon knapp einen Monat vor dem großen Finale seine Tanzschuhe an den Nagel hängen musste, ist nach wie vor ein Teil seines Lebens. Im Interview mit RTL verriet der Schauspieler, dass er und seine Trainerin sogar regelmäßig telefonieren. Größter Traum sei es, bald wieder mit übers Parkett zu fegen. Denn trotz seiner schlimmen Verletzung bereue der Supportee seine Teilnahme nicht, die Zeit mit, die Zeit bei ... war einfach oh mein Gott, ich wünsche, das könnte jeder einmal erleben. Das war unglaublich, schwärmte er. Bella ist nicht der einzige Tanzschützling, mit dem nach der Show eine Freundschaft verbindet. Auch Faisal Kawusi, 26, tanzte sich 2017 nicht nur in die Herzen der Zuschauer, war genauso hin und weg von dem Komiker. Letztendlich wurden die beiden so beste Freunde, die abseits des Trainings ebenfalls jede Menge Spaß miteinander hatten.